Okay, wir haben also Statistiken besprochen und wir haben darüber gesprochen, über Werte, die Verteilungen beschreiben. Jetzt ist natürlich die naheliegende Frage, in der wir uns in diesem Blog kümmern wollen. Was sind denn geeignete Statistiken, um solche Sachen wie den Median oder den Modus einer Verteilung zu finden? Also alle, die wir bisher gemacht haben, sind sozusagen der wahre Median, das wahre Quartile oder der wahre Modus. Und jetzt fragen wir uns, was ist denn der geschätzte Median, wenn ich eine Stichprobe von 100 konkreten Leuten im Labor habe? Mal tabellarisch. Es ist im Prinzip alles so, wie man sich es denken würde. Es sind nur ein paar in den Details, müssen wir ein bisschen aufpassen. Wenn ich n Probanden habe, dann habe ich folgende konsistente Statistiken für die beschreibenden Werte der kumulativen Verteilung. Für das Minimum nehme ich den minimalen Wert in meiner Stichprobe. Nicht so ganz fernliegend, ne? Man beobachtet, dass das natürlich nicht funktioniert, wenn das Minimum minus unendlich ist. Dann werde ich immer mal wieder einen noch kleineren kriegen, aber das kann sehr, sehr selten werden und das konvergiert nicht. Das ist dann also keine konsistente Statistik. Ja, dieser minimale Wert, zum Beispiel, wenn die wahren Werte normal verteilt sind, ist keine konsistente Statistik. In der Realität ist es aber so, dass die meisten Werte, die wir in der Psychologie betrachten, einen praktischen Minimalwert doch haben und einen praktischen Maximalwert. Und den finden wir natürlich früher oder später, wenn wir nur genug Probanden befragen, beziehungsweise nähern uns dem immer weiter an. Für den Median, ich überspringe das Quartil kurz, der Median ist der Wert des n-halbten Probanden. Wenn ich also zum Beispiel 5 Probanden habe, dann ist mein dritter Proband, der ist genau auf der Hälfte, dessen Wert nehme ich als Schätzer für den Median. Und man sieht schnell, dass das auch gegen den richtigen Wert kommt. Na, dann natürlich sind dann, wenn ich sehr viele, also unendlich viele Probanden habe, sind die Hälfte kleiner und die Hälfte größer als dieser Wert. Jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, denn natürlich, wenn ich zum Beispiel, also wenn ich 5 Probanden habe, 1, 2, 3, 4, 5, ist klar, 3 ist die Mitte. Wenn ich aber eine gerade Zahl an Probanden habe, dann gibt es gar keinen eindeutigen n-halbten Probanden. Was wir dann machen, prinzipiell ist, wir nehmen den Probanden einen darüber und den Probanden einen darunter, also bei 4 Probanden zum Beispiel den zweiten und den dritten Probanden, und nehmen den Durchschnitt von diesen beiden Probanden. Und das machen wir analog bei den beiden Quartilen. Das erste Quartil ist der Wert des n-viertelsten Probanden. Man muss, ja, und auch dieser muss natürlich nicht existieren im Allgemeinen. Dann nehmen wir den n-viertelsten Punkt, der jetzt zwischen zwei Probanden liegt, und nehmen das Mittel von diesen beiden Probanden, egal ob der Punkt jetzt näher an dem linken oder mehr näher an dem rechten Probanden liegt. Ja, da gibt es auch Formeln, die findet man auch im Internet, da muss man aufpassen, die das Quartil dann versuchen, näher an den linken oder rechten Probanden ranzuschieben. Das sind natürlich auch konsistente Statistiken. Völlig richtig an und für sich. Jetzt der Einheitlichkeit halber in dieser Vorlesungsreihe wollen wir die Regel verwenden, dass wenn es den Probanden nicht genau gibt, wir dann die beiden benachbarten Probanden nehmen und den Mittelwert von den beiden bilden. Genauso beim dritten Quartil. Kurze Vorsichtswarnung, bei 5 Probanden müssen wir daran denken, das ist natürlich der dritte Proband, den wir erwischen wollen. Das heißt, um den n-halbten Probanden zu finden, müssen wir n plus 1 durch 2 nehmen. Ja, also wir haben 5 Probanden, dann nehmen wir 6 durch 2. Wir wollen ja sozusagen die Mitte von 0 und 5 finden oder 0 und 6 finden, also von einem drüber und einen drunter finden. Und das wären dann 3 in dem Fall. Range, klar, ist dann der Abstand von Maximum zu Minimum. Ganz analog gibt es auch für die Statistiken, die sich auf die Dichte beziehen, Möglichkeiten, die an Datensätzen dann zu schätzen. Und auch da ist es nicht so schwierig. Wir nehmen als globalen Mod den Wert in unserem Datensatz, der am häufigsten auftaucht, und als lokalen Mod jeder Wert, der häufiger auftaucht als seine beiden Nachbarn. Und als Mean, logisch, den Average entsprechend für die höheren Momente. Bei dem Modi ist es ein bisschen schwierig, also beziehungsweise haben wir ein rein technisches Problem, wenn wir kontinuierliche Variablen haben,
weil da natürlich erwartungsgemäß kein Wert mehrfach auftaucht. Ja, taucht jeder Wert nur genau einmal auf, wenn ich hinreichend viele Kommastellen betrachte. Wir machen das dann, wir lösen das Problem, indem wir runden, und zwar so lange, bis wir sinnvolle Modi finden. Die Modi hängen dann aber natürlich von der Rundung selber ab. Das ist in der Tat der Grund, warum Modi bei kontinuierlichen Variablen oft gar nicht berichtet werden, weil man jedes Mal lange dazu erzählen müsste, wie man das jetzt genau gemacht hat, um den Modus abzuschätzen. Trotzdem ist es eigentlich schade, ist ja an sich eine wichtige Information, aber man lässt sie häufig bei, zumindest bei kleineren Datensätzen aus. Bei sehr großen Datensätzen besteht dann wieder hohe Konsistenz zwischen den verschiedenen Arten, wie ich das mit der Rundung mache. Da kommt schon überall ungefähr dasselbe bei raus. Ein kleines Spielbeispiel gemacht, wie wir das machen würden, damit das nochmal klar ist, der technische Ablauf. Also jetzt habe ich unseren großen trennenden Fluss, der die wirkliche Welt von der Datenwelt trennt, den habe ich jetzt quergelegt, ne, und irgendwie auf den Kopf gestellt. Ah, nee, ist hier, der Fluss ist ganz breit und dann fließt er hier rum. Okay, macht einigermaßen Sinn. Also dieser Fluss trennt unsere Datenwelt von unserer wirklichen Welt und wir wollen jetzt gerne aus diesen Daten hier diese ganzen Werte hier bestimmen. Und das Erste, was wir machen, ist, dass wir unsere Daten erstmal Ordnung reinbringen und die nach der Zielgröße sortieren. Ja, jetzt steht der Größte ganz rechts und der Kleinste ganz links. Und jetzt kann ich die ganzen Sachen machen, die wir eben rein theoretisch besprochen haben. Das heißt, für den Median zähle ich jetzt einfach mal ab. Ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Leute. Das heißt also, der 8. und der 9. zusammen bilden den Median. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und 9. Die sind hier schon mal eingekästet. Und die beiden, die Mitte von diesen beiden Werten, ergibt dann meinen Median. Minimum ist einfach. Ich nehme den kleinsten, ja, dieses kleine Kerlchen hier. Was immer dessen Größe ist, ist das Minimum. Und um das erste Quartil zu bestimmen, wir hatten gesagt, es sind 16 Leute. Das heißt, ich muss jetzt 17 durch 4 teilen. Na, das wäre dann also zwischen dem 4. und dem 5. 1, 2, 3, 4. und 5. Dann nehme ich diese beiden und ich berechne, wie gesagt, davon trotzdem einfach nur den Durchschnitt, obwohl natürlich das Quartilpunkt, ne, der, also 17 durch 4, ist 4,25, das wäre dichter an diesem hier, aber das ignorieren wir für diese Vorlesungsreihe. Wir sagen einfach nur, wir nehmen den Durchschnitt von diesen beiden und das wird dann unser Quartil. Für das dritte Quartil auf der anderen Seite halt, ne? Das ist der 4. und der 5. von rechts entsprechend. Maximum, klar, da kommt dann der eine Größte her und dessen Größe wird dann das Maximum. Jetzt, um den Mean zu berechnen, nehme ich den Durchschnitt von all meinen Leuten. Das wissen wir zumindest mal, wie es gemacht wird. Wir nehmen, addieren alle 16 auf und teilen sie durch 16. Dann bekommen wir einen Wert und den nehmen wir als Schätzer für unseren Mittelwert. Für den globalen Modus schnappen wir uns den Wert, der am häufigsten vorkommt. Da muss man hier, wenn das nicht mit Zahlen, sondern mit so kleinen Zeichnungen gegeben ist, natürlich genauer gucken. Stellt aber fest, die meisten sind unterschiedlich. Hier sind mal 2 gleich und hier sind 3 gleich groß. Und das ist also die größte Gruppe, die wir hier haben. Das wird also der Modus. Man sagt, ne, hier sind 2 gleich und die 2 gleichen, die bilden dann auch einen lokalen Modus, der aber, weil er hier nur 2 und hier 3 Leutchen ist, lokal bleibt, während dieser Modus hier dann insbesondere auch der globale Modus ist.